Ja, ich bin der Klaus Jürgen aus der Oststeiermark und ich suche eine liebe Freundin. Wir haben beide lang allein getingelt. Hey, yo, hey, yo. Und oftmals hat die Kasse nicht geklingelt. Hey, yo, hey, yo. Dann eines Tages lernten wir uns kennen. Hey, yo, hey, yo. Und seither wollen wir uns nie wieder trennen. Klaus Jürgen, liebe Freundin, was bedeutet das für Sie? Ja, die, was mir uns annimmt, wie ich bin und die, was ehrlich ist zu mir. Wie lang ist die letzte Beziehung her? Circa 2 Jahre. Und wie lang hat die gedauert? Circa ein Jahr. Was hat nicht funktioniert, dass nach einem Jahr schon aus ist? Ist doch eine kurze Zeit. Ja, stimmt. Ja, sie hat mir dann übers Internet, über Facebook geschrieben, dass sie nervlich und fertig ist und sie, ja, dass wir unsere eigenen Wege wieder gehen sollen, ja. Das heißt, das war gar nicht persönlich? Nein, sie hat das übers Internet gemacht, ja. Haben Sie schon zusammengelebt oder wie? Nein, sie war vom Mountain oben und ich bin jetzt Wochenende oder alle paar Wochenende aufgefahren. Also, man hat sie nicht Zeit gehabt zum Treffen. Oder sie hat auch drei Kinder gehabt. Haben Sie schon gespürt, dass irgendwie sich da etwas verändert in der Beziehung? Weil das ist ja schon sehr drastisch, dann nur übers Internet sozusagen Schluss machen. Ja, ein bisschen habe ich schon gespürt, ja. Was war? Was hat man gemerkt bei ihr? Ja, sie waren zum Schluss nicht mehr so zärtlich zu mir und hat mich nicht einmal angegriffen und alles, ja. Und da hat man gedacht, irgendwas passt nicht, ja. Und sie hat noch Probleme gehabt mit den Ex-Anna, das war, die ging nicht ganz aus noch. Ja. Wie ist Ihnen da gegangen, wie das einfach nur schriftlich gekommen ist? Wie geht's einem da? Ja, nicht gut eigentlich, ne? Zuerst haben wir mal ein bisschen gewarnt, ja, aber. Haben Sie dann geredet mit ihr oder nur für sich alleine nur geweint? Nein, ich habe nichts mehr geredet, weil sie hat nicht mehr angekommen, wie ich es angerufen habe und ja. Wie lange hat die längste Beziehung gedauert? Ja, die eine, die ist einmal eingezogen bei mir, das hat so circa 2,5 Jahre gedauert, ja. Das war eigentlich die längste, ja. Und die andere war so kurze Sachen, immer. Hat nicht richtig gepasst, ne. Und bei der langen Beziehung, was hat sich da verändert, dass die nicht funktioniert hat? Ja, sie ist, die ist in die Arbeit gegangen und ich habe es ein bisschen mitgehalten halt alles und dann habe ich es halt auf Deutsch gesagt rausgeschmissen, ja. Das heißt, Sie haben sie mitfinanziert, ja. Mitfinanziert. Mhm. Und was hat Ihnen gereicht dann sozusagen? Ja, zum Schluss hat dann der Sex und dann nicht mehr so passt alles. Und ja, und dann hat sie gesagt, sie kommt gleich daheim, hat sie nicht gemeldet, mein Handy, wie man angerufen hat. Und ist einfach einen Tag auf gar nicht gekommen und da habe ich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, dafür habe ich es auf das sie geschmissen. Wie wichtig ist Ihnen Sex? Ja, sehr wichtig, ja. Die eine hat schon ein bisschen mehr Sex wollen, aber die andere halt dann nicht so. Und sie hat mich auch nicht, ich muss mir angreifen und sie hat eigentlich mich nicht berührt. Nicht? Und mal Barbara hat schon beide Seiten die Zärtlichkeit her. Du, du, du. Ich muss an dich denken, darum träum ich nur von dir. Träum von dir nur im Traum, gehörst du mir nur im Traum. Schenkst du mir dein Herz fürs Leben, darum träum ich nur von dir. Was für ein Typ Frau gefällt Ihnen? Ja, groß. Bis so kann größer sein wie bei einem 1,72 und kann ein kleiner sein und schlank bis leicht mollig. Und blond, schwarz, das ist alles egal. Also alles ist in Ordnung. Es gibt nichts, was Ihnen nicht gefällt. Ja, so, das Ding mag ich nicht so, wie sagt man, wenn es ein Piercing da hat in der Nase und das muss nicht haben. Ne? Ein bisschen tätowiert kann es sein, das ist alles wurscht. Alter? Ja, kann ruhig um 10 Jahre jünger sein wie. Wie alt sind Sie jetzt? Ich bin 50.
50. Und im Bekanntenkreis war da nie irgendeine Dame, wo ein Freund gesagt hat, schau, die passt gut zu dir oder so. Ist es schwierig, in der Steiermark da eine Frau kennenzulernen? Ja, es ist schwierig jetzt. Warum? Ja, weil tanzen tue ich nicht. Und am Anfang bin ich nicht immer ein bisschen schüchtern. Ne? Ja, und dafür, übers Internet kann man da, wir können gerne, da hat man so einen persönlichen Kontakt, ist vielleicht besser nicht. Und da weiß jeder vielleicht, was er will. Ja. Das heißt, sind Sie da eher der Typ, der sich sozusagen ansprechen lässt von den Frauen? Sagen Sie da. Oder? Ja, enter mehr, ja, so ein Typ, ja. Deine Augen, tiefblau wie das Meer. Und ich wünsch dich einfach zu mir her. Sexy Lady, du ziehst mich an wie ein Magnet. Sexy Lady, du schlägst ein wie ein Komet. Sexy Lady, du bist die Königin der Nacht. Sexy Lady, bin total in deiner Macht. Ich würde ungern singen, weil ich als Schlagersänger unterwegs bin, freiberuflich und der Thermik gern und Skifahren. Das mit Singen, wie hat sich das entwickelt? Haben Sie immer schon gesungen? Oder? Ja, also klein habe ich immer schon Lieder noch gesungen und mit 27 Jahren habe ich dann Gesangsunterricht gemacht. Und jetzt habe ich, seit Volksjahr habe ich ein Album ausgebracht, wo ich 13 Titel mit Mike Werner habe ich das gemacht. Ja, und das taugt mir. Sind das selbstgeschriebene Sachen? Oder? Nein, das hat der Mike Werner produziert und geschrieben, ja. Was ist, gibt es ein Lied, wo Sie sagen, das hat für mein Leben viel Bedeutung? Von mir? Ich hab dich immer geliebt, zum Beispiel, ja. Ein Titel von mir. Ich hab dich immer geliebt, immer nur von dir geträumt. Hab schon, das hab ich vergessen. Schon lange nicht mehr gesungen, das Lied. Man kommt ja als Sänger normalerweise, lernt man ja immer wieder Damen kennen, oder wie geht's Ihnen da? Ja, es hat nicht so richtig passt. Ne? Sie kommen zwar mal zu und schunkeln mit mir mit und glaubst, du bist super und ja, bejubeln die, aber ja, hat nicht sein wollen. Aber keine Fans, wo es dann mit Ihnen mitgingen auf ein Rendezvous? Nein, das hat nicht passt. Ne? Sind Sie der Typ für One-Night-Stands auch? Ja, es passt schon, ja. Also wenn die Dame sozusagen beim Singen sagt, nimm mich heute mit, sind Sie nicht abgelehnt? Ja, bin schon aufgeschlossen für das, ja. Glauben Sie noch an die große Liebe? Nicht so richtig, ne? Nur da war es nicht so weit gekommen, ne? Also, glauben Sie nicht mehr drauf? Oder wollen Sie einen Kompromiss eingehen, oder wie? Ja, ein bisschen, ja. Wie ist passiert? Was würden Sie einer Frau bieten, wenn da jetzt eine Dame zuschaut, was sagt, der gefällt mir, der singt lieb und ist ganz ein fescher Kerl. Was bieten Sie einer Dame? Ja, was bitte ich? Viel Liebe von mir, Zärtlichkeit, Sex natürlich auch noch. Ja, und dass man was zu zweit unternimmt. Sind Sie manchmal einsam, wenn keine Frau da ist? Ja, bin ich schon, ja. Wie geht man damit um mit der Einsamkeit? Was machen Sie da? Ja, oft. Da rufe ich meistens meine Freunde an oder so, dann man telefoniert und man unternimmt was. Dass man nicht ganz so lange weiß, oder es geht zu den Nachbarn oder was auf. Die Frau Ihres Herzens, sollte die aus der Gegend kommen oder könnte die aus Vorarlberg sein? Oder? Ja, das ist ein bisschen weit, ja. Ich bin eigentlich schon ortsgebunden, ich meine, es ein bisschen so, also 50 Kilometer, habe ich nichts dagegen, ja. Also schon eine Steirerin? Ja, Steirerin oder Burgenland, ist man gleich drüben auf der Grenze. Das geht auch? Das geht alles. Wien? Ja, wenn es passen darf, das ist zwar ein bisschen weit, man fährt fast 1,5 Stunden nicht von mir. Wo haben Sie sonst probiert, die letzten Jahre eine Frau kennenzulernen? Ja, im Internet. Bei denen da bin ich jetzt auch dabei gewesen, immer, aber ja, da hat sich bis jetzt halt nichts ergeben. Was trifft man da die Leute auch? Sind das die Leute, die sich im Netz, sind das die wirklichen Leute oder trifft man dann ganz im anderen, wenn man dann auf die Realität trifft, die Menschen, dann sie die anders darstellen, das hören wir immer wieder. Ja, das ist mir schon mal passiert, ja. Erzählen Sie mal, was ist da passiert? Ja, da bin ich in die Obersteiermark gefahren und dann war sie an der Nelle ganz,
ganz anders, als ich sie gegeben hat und gesagt hat am Telefon. Wie? Ja, ganz dick, nicht? Da denke ich, wir haben ein Kilo gehabt oder was. Und sie hat gesagt, sie ist schlank und alles, ja. Da bin ich halt wieder heimgefahren, ja. Wie haben sie das gleich gesagt? Du bist mir zu dick, oder? Ja, ich hab's dann gesehen, dass du halt gewartet hat von der Sache. Und da habe ich noch ein paar Worte geredet mit dir und dann ja, bin ich wieder heimgefahren, ja. Und was haben sie da gesagt? Ja, dass sie halt nicht mein Typ ist, ja. Was hat sie gesagt? Das weiß ich nicht mehr, was genau das ist. Aber ist das nicht komisch, dass sie die Leute anders darstellen? Weil wenn man es trifft, sieht man es ja dann eh. Ja, ja, ja. Ja, das ist passiert häufig im Netz, ja. Dass sie da manche, wie sagt man, irgendein Foto halt einstellen, was eigentlich gar nicht stimmt, ne? Und Daten auch geben, auch meine Eltern und alles. Das finde ich nicht ganz in Ordnung, ne? Haben Sie schon beim Kennengelernt auch, was passt hat im Netz, oder waren das alles? Ja, so eine kurze Sache halt meistens, ja. Die wollten eigentlich nichts Fixes, ne? Liebe ist für mich Zärtlichkeit, Sex, Kuscheln, Eifersucht ist nicht gut, ne? Treue ist gut, ja. Braucht jeder Mensch. Ich hätte gern von einer Partnerin, dass sie mich so nimmt, so wie ich bin. Das Schönste an einer Frau ist, wenn sie eine gute Figur hat. Ja, liebe Frau, wenn du mit mir singen oder kuscheln willst und mich kennenlernen und dass man zu zweit vielleicht auf der Bühne singt, ja, dann melde dich bitte bei mir.